In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist ein bisschen... Ich habe jetzt nicht auf die Qualität und so geachtet. Ich wollte schnell die Sachen zeigen, die wir im Urlaub gekauft haben. Also wir sind mit 500 Euro hin, also wir haben 500 Euro gewechselt und dann haben wir aber nochmal 250, waren das 250? Einmal haben wir 100 gewechselt, einen Tag bevor wir gekommen sind und einmal haben wir auch 100, nee, 200. War das 200 oder waren das 150? Naja, wir haben auf jeden Fall in einer Woche um die 750 bis 800 Euro ausgegeben. Dazu muss ich sagen, wir haben sehr viel Geld fürs Taxi ausgegeben, für Indoor-Spielplätze, für... sorry ihr Lieben, Lina hat ihre Tage. Genau, wir haben sehr viel Trinkgeld ausgegeben, dann waren wir in sehr vielen Indoor-Spielplätzen. Lina hat jedes Mal mit Sand, Legos oder mit diesen ganzen... elektrischen Spielzeugen gespielt. Es regnet draußen. Kann sein, dass ihr jetzt ein Rauschen hört. Und mein Ventilator ist an mir. Ist so warm, Leute. Oh, den Ventilator kann ich mal kurz ausmachen. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt stört. So, auf jeden Fall haben wir auch sehr viel Geld gespendet. Ich habe euch ja gesagt, dass wir Geld spenden wollen. Wir wollten eigentlich zu armen Familien gehen und Geld spenden oder Sachen kaufen. Das haben wir leider nicht geschafft, weil wir einfach nur vom 1. bis zum 7. da waren. Das sind 6 Tage gewesen. Vom 7. hatten wir eh nichts, weil wir sind in der Nacht um 4 schon geflogen. Ja, deswegen haben wir Geld gespendet an die Hotelmitarbeiter. Die Hotelmitarbeiter haben mir wirklich sehr, sehr leid getan. Vor allem da war eine, die körperlich behindert war, also eingeschränkt war und den ganzen alles gereinigt hat, den Boden und so. Die haben mir Geld gespendet. Dann war da ein Pärchen, was heiraten wird und die beide immer stundenlang arbeiten. Die haben teilweise im Hotel 12 bis 13 Stunden gearbeitet am Tag. Also die Schicht von denen ging von 8 Uhr morgens bis 21 Uhr, 22 Uhr abends, weil die zu wenig Personal und so hatten. Dann haben wir haben einigen Leuten was gespendet, worüber ich auch sehr froh bin. Also wenn ihr Geld spenden wollt und im Urlaub seid, dann könnt ihr das auch gerne tun. Wir haben auch Tieren Futter gegeben. Darauf sind wir stolz bis zum geht nicht mehr. Es leben so viele Hunde und Katzen auf der Straße. Das ist nicht normal. Und in der Hitze, was ich sehr gut an der Türkei finde, dass in der Türkei gibt es halt Spendensammler. Die haben dann eine Firma, die sammeln dann Spenden und dann bauen die auch für die Hunde zum Beispiel Hundehütten in einem Park, damit sie da rein können, wenn es zu heiß ist und sonst was. Jetzt habe ich voll viel erzählt, ne? Aber das wollte ich euch halt erzählen. Genau, also wenn ihr in Urlaub fliegt oder im Hotel seid, dann achtet nicht nur auf das, was... Also man muss auch darauf achten, was hinter den Kulissen abgeht. Ich finde es so schade, wenn ich so alte Damen sehe, die am Putzen sind oder so. Das tut mir wirklich im Herzen weh. Auch wenn du nicht dran denken möchtest, du liegst da sonstig und dann sind da einfach so um dich herum alte Männer, alte Frauen, die sind dann am Fasten und arbeiten dann in der Hitze, was gar nicht zu vergleichen ist wie hier in Deutschland. Klar, die Hitze ist viel, viel angenehmer, weil du kannst ins Meer springen, du kannst ins Wasser springen jederzeit. Naja, ich denke mal, ich fange jetzt mit dem Haul an, bevor ihr mich jetzt hier köpft. Wir haben einiges gekauft und einiges ist noch in der Wäsche. Das werde ich euch dann aber in den Vlogs zeigen. Ich fange auch direkt an. Also, einen Tag bevor wir hier hingeflogen sind, hat Audel die hier gekauft. Der liebt die. Meiner Meinung nach schmecken die wie Gurken. Audel tut das Sumach drauf. Das ist so ein Gewürz und Salz. Der hat jetzt 5-6 Stück mitgenommen davon. Dann haben wir gekauft das hier. Vielleicht kennen das einige von euch. Das für die Messer, die nicht mehr scharf genug sind. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der gekostet hat. Ich denke mal 8-9 Liter. Ich sage jetzt die Preise in Liter. Dann müsst ihr das halt geteilt durch 5 rechnen. Dann hat das Lina, das haben wir Lina gekauft. Das fand ich total süß. Eigentlich wollten wir uns zwar nicht da auch eins kaufen. Also der Schwester von... der Schwester hat ja eine Tochter. Die ist jetzt 4. Das ist einmal diese schöne Puppe. Ist eigentlich ein Schlüsselanhänger. Aber ich frage mich echt, läuft jemand mit so einem Schlüsselanhänger rum?
Ja, total, total schön, die Puppe. Dann habe ich gekauft für Lina diese Uhr von Elsa. Die hat, achso, die Puppe hat 5 Taler gekostet. Diese Uhr von Elsa hat gekostet, das habe ich bei LC bei Kiki gekauft. Die hat 30 Taler gekostet. Dann haben wir Gewürz gekauft. Da hat das Kilo 25 Euro gekostet, aber ich weiß jetzt nicht. Ich habe einfach 2 Kellen reingetan und das reicht uns auch bis zum nächsten Urlaub, wenn wir wieder dahin fliegen. Dann haben wir die hier gekauft. Das sind so Trauben, keine Ahnung was, wird aus Trauben gemacht. Davon haben wir 1,5 Kilo gekauft. Also wir haben noch eins davon voll und ein halbes. Dafür haben wir bezahlt 50 Taler. Ich habe ein bisschen runtergehandelt. Dann haben wir gekauft auch bei diesem Bazar, Ramazan-Bazar, das ist handgemachtes Granatapfelsirup. Oh, der liebt das ja. Dafür weiß ich gar nicht, wie viel wir bezahlt haben. Ich glaube 5 Liter oder 10 Liter, irgendwie sowas. Dann habe ich gekauft, das nervt, ne, dieses dann habe ich gekauft. Wir haben dann auch noch die hier mitgenommen. Meine Schwiegermama hat hier welche aus dem Irak geschickt und die sind in der Mitte so leicht zerbrochen. Deswegen haben wir jetzt 2 neue mitgenommen. Die reichen auch erstmal. Die haben gekostet 9 oder 10 Taler pro Stück, glaube ich. Wir haben auch 2 mitgenommen. Oder nee, 15 Taler, sorry. Dann hat Lina das hier für meine Mama mitgenommen. So ein Fächer. Ne? Das ist für Anna, ne? Das hat gekostet 8,95 €. Willst du das machen? Einmal kümmern, komm mal. Dann haben wir für meine Schwiegereltern sehr viele Tabletten mitgenommen. Wir schicken denen ja immer wieder Tabletten aus Deutschland. Sehr viele Tabletten. Mein Schwiegervater ist sehr krank. Und im Irak sind die Tabletten halt nicht so gut wie hier in Deutschland. Deswegen haben wir jetzt 2-mal Aspirin-Komplex mitgenommen. Die haben, glaube ich, pro Packung 20 Taler gekostet. Nee. Sorry, 28 Taler. Wir haben 56 bezahlt. Dann haben wir 10 Packungen von diesen Aspirin Plus C mitgenommen, die im Wasser löslich sind. Also ganz viel. Moment. So, das kann ich wegräumen. Dann haben wir mitgenommen, also wenn ihr in der Türkei seid, dann müsst ihr definitiv die hier kaufen. Die haben pro Packung 20 Taler gekostet. Da sind drin 12 Tüten. Das ist einfach Pulver und Leute, ich wette mit euch, das hilft jedem. Wenn ihr zum Beispiel merkt, ihr bekommt Schnupfen oder eine Grippe, sofort müsst ihr, sofort so einen Beutel trinken mit warmem Wasser und danach geht es euch blendend. Also danach seid ihr topfit und ja, also am nächsten Tag seid ihr dann definitiv gesund. So. Aber das müsst ihr vor dem Schlafengehen trinken, weil ihr werdet danach sicherlich müde. Ich glaube, dieser Heul wird ein bisschen länger. Dann waren wir bei so einem Wasserfall, da haben wir Fotos schießen lassen, total schöne. Wir haben jetzt für 3 Stück 50 bezahlt. Einmal das, da sind Papageien drauf. Ich habe ja gar keinen Platz, ne? Dann einmal das. Ich hoffe, ihr erkennt das gut. Einmal das. Und einmal das. Also wir haben 40 bezahlt, 10 Taler haben wir Trinkgeld gegeben, dann hat er uns ein drittes geschenkt. Wenn du in der Türkei nett zu den Menschen bist, dann kriegst du wirklich sehr vieles geschenkt. Die sind so lieb. Dann haben wir 2 Kilo Pistazien gekauft für 130 Taler. Dann habe ich gekauft meine Spülung. Die kostet hier ein bisschen kleiner, 3 Euro die Flasche. Und Leute, die riecht so gut. Ich habe die jetzt mit Tesafilm hier verklebt. Die ist von L'Oréal Paris. Sehr, sehr gut. Das habt ihr bestimmt auch in den Vlogs gesehen. Dann, wie letztes Mal im Urlaub haben wir Head & Shoulders mitgenommen für Auget. Einmal Apfel und einmal Zitrone. Ich benutze die nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich kriege dadurch noch mehr Schuppen. So, jetzt habe ich noch 4 Minuten. Den Fächer habe ich auch. Dann hat Lina einmal das hier bekommen. So ein Haarspanner für 10 Taler. Das hat Auget ihr gekauft. Ach so, meine Spülung hat gekostet 8 Taler. Das ist nichts. Das war reduziert. Ich wollte eigentlich noch mehr kaufen, aber die haben das leider nicht aufgefüllt. Und Head & Shoulders hat 16,90 € gekostet. Also ein Taler. So ihr Lieben, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich auch genug Zeit. Dann habe ich mir gekauft 2 Kleider. Die hatte ich auch schon an. Die habe ich gewaschen. Die sind jetzt auch trocken. So, die habe ich bei Mango gekauft. In der Türkei gibt es jetzt Zara, Mangohaut, alles Mögliche. Die haben gekostet 70 Taler. Für den Preis müsst ihr euch selber ausrechnen.
Das ist vorne so und hinten so. Also das ist eigentlich der vordere Teil, aber ich finde das hier vorne nicht so schön, deswegen ziehe ich das andersherum an. Dann, ich habe die Packung leider nicht, deswegen halte ich euch die Unterhose jetzt so in die Kamera. Das ist eine Unterhose für Schwangere und die ist so bequem. Also ich wollte noch mehr kaufen, aber es gab nur noch Größe M und das ist zu groß für mich gewesen. So, dann habe ich für die Jungs T-Shirts gekauft, für Hakan einmal. Da gab es eine Aktion, auf das zweite hat man 50% bekommen, fand ich auch voll cool. Die haben uns auch direkt darauf hingewiesen. Das hat gekostet 49,90. Also wir haben jetzt zwei verschiedene gekauft. Die Jungs können sich dann eins aussuchen und einmal das. Das hat gekostet 45,90. Darauf gab es dann 50%. Was denn? Gell, Achim? Gell? Dann habe ich mir noch Unterwäsche gekauft. Die weiß, ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet haben. Einmal hier. Ayub mal. Gell, Achim? Dann haben wir gekauft für den Ofen. Das hat gekostet 15 Tele, das hat gekostet 25 Tele. Einfach Ofenhandschuhe, die haben wir auch gebraucht. Dann haben wir für Lina diese süße Tasche gekauft. Da haben wir zwei Stück für 40 gekauft. Eins ist für unsere Nichte auch. Moment. Einmal das. Lina kann sich jetzt natürlich nicht entscheiden, was sie behalten würde. Weil welche würdet ihr dann behalten? Die schwarze oder die lila? Ne? Also ich finde ja lila voll schön und schwarz passt halt zu allem. Ne? Ist total schwer die Frage. Naja, ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr darüber denkt. So, dann habe ich dasselbe Kleid nochmal in blau-weiß geholt. Das hat auch 70 Taler gekostet. Moment. Weil ich das gewaschen habe, sind die halt falsch herum. Ne? Einmal das. Dann habe ich mir Schwangerschaftsklamotten geholt, Leute. Ich bin sowas von verliebt und ich habe sehr viel Geld dafür ausgegeben. Also türkisches Geld, aber fast kein deutsches Geld. Ich nenne euch jetzt die Preise und ihr werdet geschockt sein. Also hier zum Beispiel dieses Kleid, wunderschön. Das ist einfach ein schwarzes, schlichtes Kleid mit so Puffärmeln. Das habe ich gekauft für 44,95, das heißt weniger als 10 Euro. Dann habe ich mir zwei Hosen gekauft. Einmal diese hier, die hat gekostet 70 Tele, also 12 Euro, 13 Euro. Ich weiß jetzt nicht genau, müsst ihr euch selber ausrechnen. Das ist die hier, eine ganz normale Schwangerschaftshose in 38. Oh, der war auch voll begeistert, dass es so günstig ist dort. Dann habe ich mir mehrere T-Shirts gekauft. Es gab aber irgendwie nur diese pinken Farben, ich weiß nicht warum. Es gab auch blau, aber nicht in meiner Größe, war ja klar, ne? Es hat gekostet 26,95. Das ist einmal dieses T-Shirt. Und hier steht, Yakında geliyorum, bald komme ich. Dann habe ich noch eine Hose gekauft. Die hat gekostet auch 69,95. Ist das jetzt die gleiche Hose? Ich hoffe nicht. Oh no, das ist genau die gleiche Hose. Ich habe die zweimal gekauft. Scheiße. Naja, egal. Auf jeden Fall diese Hose. Toll, jetzt habe ich zweimal die gleiche Hose. Ich Idiot. Aber ich habe mir überlegt, meine Mutter ist ja auch in der Türkei. Ich werde ihr sagen, dass sie mir bei LCY Kiki, da passt die Größe S mir perfekt, dass sie mir dann von dort ein paar Sachen mitkommen soll. Ich gebe ihr dann Geld. Dann habe ich geholt für 24,95 dieses Top. Das ist für den Sport eigentlich. Aber auch eine Schwangerschaft, so ein Schwangerschaftstop. Und dazu passend gab es dann auch die Hose. Das war auch reduziert auf 30 Tele. 6 Euro halt. Das sieht so aus. Und Leute, die sind so bequem und unten ist das so durchsichtig. Dann habe ich noch eine Hose gekauft, die ist so. Die hat 40 Tele gekostet. Die kann man auch drin vergrößern, wenn die zu breit oder zu eng ist. Das ist einfach so eine gerippte Hose mit Taschen. Dann hat Audel sich diese Hose gekauft bei Loft. Audel zieht eigentlich nie so zerrissene Hosen an, aber das sah sehr, sehr schön aus bei ihm. Dann habe ich mir noch ein Oberteil gekauft. Das hat gekostet 26,95. Da steht Mamis Little Baby. Das gab es halt auch in Blau, aber ich wollte beides mitnehmen, aber
Es gab meine Größe nicht. Das ist übrigens alles S, dann noch eins für 26,95 und hier steht nichts drauf. Hier ist einfach nur ein Baby drauf. Das rausschaut. Dann noch ein Schwangerschaftskleid, das ist auch das letzte. Das hat gekostet 70 Tele. Auch in Größe, das ist sogar Größe 36, auch in S. Ja, die Oberweite war ein bisschen zu eng, aber Audel meint, das sieht schön aus, deswegen habe ich es mitgenommen. Dann haben wir für Audel Unterhemden mitgenommen. Die haben pro Packung, ich glaube, 5 Dollar gekostet. Steht das nicht drauf? Nein. Keine Ahnung, wie viel die gekostet haben. Auf jeden Fall waren die billig, ich glaube 8-9 Tele. Einfach Unterhemden. Die Qualität aus der Türkei ist sehr, sehr gut bei Unterhemden. Die von H&M sind richtig scheiße, finde ich. Wir haben jetzt einmal S in Weiß, Grau und Schwarz mitgenommen. Dann habe ich mir noch Unterhosen genommen bei English Home. Die waren reduziert auf 14 Tele. Einfach so aus Spitze. Dann habe ich für meine Mama so eine Handyhülle gekauft. Sie hat ja ein neues Handy. Das ist jetzt fürs Samsung S9. Und nochmal so ein Dings, Magnet. So, jetzt überlege ich, ob es was gibt, was ich nicht gezeigt habe. Gibt es definitiv. Ich weiß aber jetzt nicht was. Ich glaube, draußen hängt noch was, was ich gebügelt habe. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Wir haben halt einiges gekauft, aber ich habe jetzt einiges bestimmt schon weggepackt oder so. Boah, wie es regnet. Genau, diese Hose haben wir auch dann noch gekauft. Die habe ich jetzt gebügelt. Die ist noch nass, wie man sieht oben. Die haben wir gekauft auch bei Mango. Die hat 109 Tele gekostet. Aber Audel hat auch jetzt zwei Sachen an. Einmal ein T-Shirt und einmal eine Hose. Ja. Was denn? Ja, Schatz. Aber sonst weiß ich nicht, ob wir noch was gekauft haben. Ich hab nicht so, also Lina haben wir nichts gekauft, ehrlich gesagt. Lina hat aber auch genug gespielt und keine Ahnung was. Was willst du, Schatz? Eis? Hat der andere kleine Eis? Nee, wir haben nichts mehr gekauft. Das war's. Das war's wirklich. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch inspirieren. Ihr könnt hier mal reinschreiben unten, was bei euch nicht fehlen darf und was ich beim nächsten Urlaub unbedingt kaufen sollte. Ich versuche jetzt das Video morgen oder die Tage zu schneiden, damit auch wieder Vlogs kommen, weil mein Laptop hat da jetzt doch der Shiva mich genommen. Und der wollte mir das heute bringen. Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.